Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 22 Create My Team hier bei Heisenberg zockt. So, wir sind mit der Nationalmannschaft unterwegs an der EM, während der Herr Kühn hier Award an Award holt. Und das hat er sich auch verdient. Logischerweise Torschützenkönig, Pokalsieger, Champions League haben wir nicht gewonnen, nicht diese Saison, aber natürlich den Schweizer Pokal noch. Also das ist sicherlich zu mit 17, der ist schon irre, der Kerl. Aber wir sind unterwegs mit Wales. Wir haben unentschieden gemacht gegen die Russen, gegen sehr mühsame Russen, wie ich finde. Die halt mit einem sehr schnellen Kurzpassspiel, ja, mir wirklich große Probleme bereitet haben. Mal gucken, wie sieht's aus bei den Kollegen von der Ukraine. Haben wir da irgendwie, ja, wie soll ich sagen, mehr Chancen. Ich meine, 1-1 ist ein 1-1, so schlecht war es nicht. Jetzt ist natürlich interessant, was Spanien dann gegen Russland macht. Da bin ich auch gespannt. So, sollen wir schon mal reingehen? Da erholt sich schon wieder ein Award. Ne, das war die gleiche Meldung. Wir gehen rein. Was brauchen wir gegen die Ukraine? Ein Sieg. Und zwar ganz klar. Teammanagement. Wenn wir da nicht gewinnen, dann wird es schon relativ eng. Da müssen wir die Spanier nachher schlagen. Und da bin ich dann eher der Meinung, ja, das wird schwierig. Sagen wir es mal so. Team ist okay, lassen wir so laufen. Ja, dann gehen wir doch glatt schon mal rein. Machen wir hier gleich mal Nägel mit Köpfen, sozusagen. Sagt man das so? Ja, ja, machen wir schon. So, das können wir überspringen einmal mehr. Und dann geht das schon los. Jawohl, schönes Wetter, beziehungsweise kein Regen. Es ist trocken, das ist schon mal angenehm. Ukraine wählt in der Realität. Ja, ganz klar die Ukraine im Vorteil, würde ich behaupten. Also was heißt ganz klar? Ja, schon im Vorteil, doch, doch. Weil wir sind nicht in der Realität, wir sind hier bei FIFA und ich würde sagen, unsere Chancen, so schlecht sind sie nicht. Ein Unentschieden, ja, es würde uns wahrscheinlich nicht wirklich helfen. Wir brauchen den Sieg. Die ersten zwei kommen weiter, die letzten zwei, die fahren nach Hause. Das kennen wir. Ah, schon schön so ein Turnier. Wunderbar. Nee, ich äußere mich jetzt nicht mehr dazu, dass die FIFA-Weltmeisterschaft die richtige im Dezember ist. Das habe ich in den Streams schon mal ein paar Mal gesagt. Das ist ein Elend. Würde jetzt in diesen Tagen beginnen, wenn sie denn normal wäre, die WM. So gut, jetzt ist aber nicht WM, jetzt ist EM. Wir müssen gucken, dass wir hier was Vernünftiges hinkriegen. Ja, das war doch eigentlich schon faul. Nicht? Nee, war keins. Oh, man sieht schon die Gangart hier, der Ukrainer. Ich würde mal sagen, die sind nicht gerade zimperlich. Oh, da muss Ward tatsächlich schon eingreifen. Ja, das war nix, aber gut gemacht. Jawohl, schön aufbauen. Ach, ich wollte eigentlich eins weiter. Oh, ich komme aber nochmal an den Ball. Jawohl, gut. Oh, dann nimmt er mir den Ball weg, kurz bevor ich schieße. Oh, wie fies. Gibt's doch echt nicht. War eigentlich eine sehr gute Chance. Da müsste eigentlich mehr rausschauen. Ja, stört mal alle. Gut gemacht. Jo, da ist der Ball, aber doch, er ist wieder bei uns. Oh, oh, oh. Nee, er ist nicht mehr bei uns. Oh, das Wort. Eieieiei, das geht schon furios los, das Spiel. Gefällt mir aber natürlich überhaupt nicht, was ich hier sehe. Gut gemacht von Wort, dass er das Ding hält. Ja, da musst du erst mal rankommen. So, erste Ecke für die Ukrainer. Vielleicht ist es halt schon so, dass wir mit der Ukraine, sage ich schon, dass wir mit Wales hier halt einfach an der EM ja, nicht unbedingt allzu viel bewirken können. Wobei, wir haben eine sehr gute Quali gehabt. Also, oh, was ist das denn? Manchmal die Pässe. Die Quali zählt halt nicht mehr. War das nicht abseits? Nein, war es nicht. Oh, aber das war jetzt aber tatsächlich mal ein Foul. Genau, gib dem mal einen Karton. Das ist schon mal gut. Dann werden sie irgendwie ein bisschen geschwächt. Oder er zumindest in der Moral. Oh, come on. Gibt's doch echt nicht. Ja, einfach zumachen. Zumachen ist okay. Oh, hau den weg. Auch gut, aber dann nicht gleich wieder zum Gelben. Das muss dann eigentlich nicht sein. Die Kugeln hier, das ist ja nicht mit anzusehen. So, jetzt aber. Ja, gut, geh mal durch. Wollte ich gerade vorschlagen, hat er auch gemacht.
Ah, das war doch wieder ein Foul. Der tritt mir doch hinten wieder rein. Schwierig. Schwierig und lästig. Fast so lästig wie die Russen. So, Konter. Jawohl. Nein, das war doch keine Abseits. Ach, come on. Im Ernst jetzt? Ja, nicht ein 0-0. 0-0 kann es nicht sein. Allerdings, im Moment geht es eher darum, zu verhindern, dass hier die Ukrainer noch ein Tor schießen. Weil die spielen relativ gut, das sieht man. Ja, gut gemacht von Robot. Der hat mal Platz. Okay, jawohl. Yes. Der hintere Mann hat profitiert. Ramsey mit dem Tor. Ui, nach einem würgigen Anfang. Dann doch das 1-0 für Wales. Heieiei. War schwierig, war eine Zangeburt eigentlich schon. Heieiei. Da sehen wir es nochmal. Schöner Pass. Der erste Mann kommt halt nicht ran, aber der zweite dafür. Und das ist dann nicht mehr so schwer, aber man muss es erstmal hinkriegen. Ich muss gestehen, ich hätte sogar in die kurze Ecke wahrscheinlich geschossen. Aber das macht halt jeder wieder ein bisschen anders. Egal, wie man es macht. Der Ball muss einfach drin sein. Der Rest ist ja uninteressant. So, hier wird nochmal in die Hände geklatscht. Ich muss sagen, ich finde einfach das System der Waliser hier irgendwie auch nicht ideal. So vom, wie soll ich sagen, gut, ich bin mich das aber nicht gewohnt. Wir spielen halt mit dem Heisenberg FC ein anderes System. Könnte ich umstellen, das ist mir klar. Oh, Wort. Heieiei. Ja, die sind gefährlich. Also das Ding ist... Ja, auf der Kippe, würde ich bald sagen. Ja, zu früh raus. Wie die Kugeln. Heiliges. Ja, wir sind halt an der Europameisterschaft. Aber Wort ist in Europameisterschaftsform, würde ich mal behaupten. Dankbar für Wort, der Schuss. Halb hoch, fast in die Mitte. Also das hätte auch viel, viel gefährlicher werden können, wenn der Ukrainer da ein bisschen besser gezielt hätte. Wie der hier wieder durchkommt, ohne Probleme. Ah, der Ball ist schon wieder weg. Geh mal einer drauf. Auch nicht so. Oh, gefährlich. Oh, Wort, mit einem Fastfehler. Heiliges, da ist ihm der Ball fast durch die Hände geglitten. Ja, wir können natürlich jetzt auch nicht die ganze Verantwortung einfach auf den Torwart abwälzen. Der kann natürlich auch mal irgendwie daneben greifen, das ist ganz klar. Los, kommt, Waliser. Herzblut. Ist eine Fußball-EM. Wir wollen hier eine Runde weiterkommen und dafür müssen wir die Ukrainer besiegen. Aha, ist schon Pause, okay. Ballbesitz haben wir weniger. Aber wie heißt es so schön? Ballbesitz schießt keine Tore, das wissen wir. So, ich muss mal hier schnell zack, den hier aufstellen. Da lief noch mein Lüfter. Ich hoffe, man hört den nicht die ganze Zeit. Ja, machen wir ihn mal hier hin. So, weil der war schon ein bisschen müde. Gut, ansonsten würde ich hier nichts ändern, sondern gucken. Ja, dass wir genau gleich weiterspielen. Vielleicht mit dem Unterschied, dass die Ukrainer nicht die ganze Zeit zu Torchancen kommen. Das ist schon eher lästig. Jawohl, sauber. Wilson geht da durch, aber rennt halt genau in den Mann rein. So, lauf hinterher. Ja, zumachen. Gar nicht groß rangehen, das ist schon okay so. Der soll da ein bisschen dribbeln. Ja, und der tritt nach. Ne, der tritt nicht nach, aber der hat hier in unseren Wort reingetreten. Sowas geht ja auch nicht. Sagen Sie mal. Ach, wieder zu einem Gelben. Zauber. Los, los, los. Da ist wieder keiner von uns. Wir sind hier massiv unter Druck. Oh, und wenn wir Wort nicht hätten, dann wird es wahrscheinlich doch schon nicht mehr 1-0 stehen. Was war das denn jetzt? Ich möchte doch nicht nach da hinten. Eieieiei. Ja, wir heben uns das gute Spiel dann für die Spanier auf. Aber wir müssen hier halt trotzdem gewinnen. Oh, Abseits. Kein Abseits? Kein Abseits. Och, wo gibt's denn sowas? Ja, es hat sich abgezeichnet.
tatsächlich. Das möchte ich aber gerne noch mal sehen. Das war doch abseits. Hä? Come on. Also das sah zumindest sehr abseitsverdächtiger aus. Ganz interessant. Das wäre ein Fall für den VAR, würde ich mal behaupten. Ja, jetzt sind wir wieder gleich weit. Jetzt ist wieder unentschieden. Halleluja. Schön gemacht von Wilson. Lauf mal. Oh, ist der langsam. Gibt's doch nicht. Der Ukrainer ist zehnmal schneller. Ja, das war auch nicht schlecht. Jawohl. Oh, aber der geht wieder nicht zum Ball. Der Verteidiger bleibt einfach stehen. Kannst du nicht machen. Ja gut, das war kein Problem. Und dann ist der allen Ernstes wieder vor uns dran. Oder dran am Ball. Das war nicht schlecht von Herrn Smith. Jawohl, schick den mal. Oh, gut gemacht mit der Täuschung. Aber der Schuss hat dann doch nicht geklappt. Das war zu eng dort. Ohoho. Diese Fehlpässe, die müssen wir abstellen. Oh, ins Leere gerutscht. Oh, gefährlich. Zu früh angegriffen. Aber da kommen wir auch nochmal mit einem blauen Auge davon. Jawohl, James geht mit Tempo. Und der hat wenigstens auch Tempo drauf, der Mann. Oh, yes, der Torwart war schon umspielt. Weiß nicht, ob ich hätte rüberpassen können. Dramatisch das Ganze. Zumindest. Ja, gut gemacht. Oh, dann einmal zu viel gedrückt. So, ich gehe hier mal auf Offensiv, weil uns bringt dieses 1-1 einfach zu wenig. Das ist natürlich gefährlich. Das kann jetzt auch sein, dass das nach hinten losgeht. Oh, vor allem, wenn wir nicht an die Kugel rankommen. Ui. Oh, Ward wieder mit einem Riesenreflex. Also der... Oh, nochmal Ward. Ich wollte gerade sagen, der bewahrt uns hier tatsächlich vor einer Entscheidung, die wir so nicht wollen. Ja, während die Verteidigung halt Käse an Käse macht. Ui. Nochmal Ward. Jawohl, spiel den doch in die Mitte und nochmal Wort. Ich glaube, es geht los. Habt ihr das gesehen? Wie viel Glück kann man denn haben? Nochmal gucken, das gibt's doch nicht. Der hier? Ja, das war abseits. Okay, gut, immerhin. Dann war das Glück, dann haben wir das sozusagen nicht aufgebraucht. So, jetzt volle Power. Jawohl, genau, volle Power und das erste ist gleich mal so ein absolut unglaublicher Fehlpass. Und dann kommt der hier daher und da ist wieder Wort. Okay, zum Thema Glück sage ich jetzt nichts mehr. Also wir können froh sein, dass es 1-1 steht. Auch wenn wir 1-0 in Führung gegangen sind. Ja, da ist nochmal Wort. Oh, ich glaube nicht, dass wir da noch was hinkriegen. Lauf mal. Jawohl, lauf. Lauf, du bist schneller als dein Kollege. Lauf. Lauf zum Glück. In der dritten Minute der Überspielzeit. Och, Herr Jemine. Ja, das war ein Riesenlauf von James. Eigentlich hätte er auch noch rüberpassen können, aber da wollte er es tatsächlich selber machen. Huiuiui, da haben wir... Huiuiui, ja, da haben wir... Ja, wie kann man denn so viel Dusel haben? Guck mal hier, in der Mitte der andere wäre völlig frei. Da muss der Ball eigentlich rüber, aber er macht das selber und er macht es halt hervorragend. Mit Kraft, mit Wucht und mit Entschlossenheit. Heieiei, in der, ja, eine Minute über der Nachspielzeit schon. Das Spiel ist eigentlich gefühlt schon seit 2 Minuten zu Ende. Ja, jetzt wird er gleich pfeifen. Ja, sehr schön. Wir haben das Ding gewonnen. Hui, das war jetzt aber ein Kampf. Ja, dann haben wir 4 Punkte. Ja, Dankeschön. War ein gutes Spiel. Ja, fahrt schön nach Hause. Weil, was haben die im ersten Spiel gemacht? Ich glaube, unentschieden kann das sein. Wir werden es wahrscheinlich gleich nochmal sehen. Gehen wir mal raus. Heieiei, das war jetzt aber wirklich nervlich, war es schwierig. Weil wir hatten wirklich Riesendusel. Das muss man jetzt aber sagen, auch wenn die eine Situation da noch tatsächlich in Abseits war.
Büro haben wir. Das interessiert mich gerade im Moment nicht. Ich würde gerne die Tabelle sehen. Spanien hat tatsächlich die Spanier haben die Russen geschlagen. Das ist okay. Die Ukraine mit 0 Punkten, die haben also das erste Spiel auch verloren gegen die Spanier. Jo, dann würde ich sagen, das sieht nicht schlecht aus vor dem Spiel gegen die Spanier. Wir sehen es, das haben wir dann am 30. Ein Unentschieden würde uns reichen zum Weiterkommen. Und ansonsten würde es uns sogar reichen, wenn wir verlieren, wenn die Ukraine die Russen schlagen. Die Ukrainer die Russen schlagen, jetzt habe ich es. Ja gut, nee, wir rechnen nicht, wir gehen auf den Platz und gucken, dass wir gegen die Spanier ein vernünftiges Resultat hinkriegen. Vielleicht ein bisschen weniger Glück brauchen wir jetzt gegen die Ukraine. Danke fürs Zusehen, hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann, tschüss.